Es lag nicht im britischen Interesse, 1941 Frieden zu schließen, weil Churchill bewusst war, dass nur bei einer Ausweitung des Krieges die USA und Russland hineingezogen werden würden und damit die Alliierten total gewinnen würden. Und damit die Verbrechen der Siegerjustiz nicht ans Tageslicht kommen würden, wurde der 93-jährige Hess am 17. August 1987 auch noch ermordet, denn es war ruchbar geworden, dass der russische Präsident Michail Gorbatschow den Friedensflieger aus dem Spandauer Kerker freilassen würde. Die Lügen der Nürnberger Ankläger, Hitler Deutschland hätte den Zweiten Weltkrieg geplant und angefangen, waren allesamt in sich zusammengebrochen, hätte man die Dokumente aus dem Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches nicht verschwinden lassen. Man hätte auch nicht vorschützen können, die Akten seien im Zuge der Bombardierung vernichtet worden, denn die für die Kriegsschuld eindeutigen Dokumente wurden sogar 1943 in Buchform in Deutschland veröffentlicht, wie das Buch Roosevelts Weg in den Krieg beweist. Die in dem Buch veröffentlichte Sammlung von Geheimdokumenten ist Teil des Materials, das der Wehrmacht in die Hände fiel. Es handelt sich um diplomatische Geheimberichte und Aufzeichnungen französischer, belgischer und anderer hochrangiger Diplomaten, die einen Einblick in die Motive, Methoden und Ziele der Außenpolitik des Präsidenten Roosevelt gewähren. Die in diesem Buch veröffentlichte Sammlung der diplomatischen Berichte umfasst im Wesentlichen die Zeit von Herbst 1937, als der Präsident der Vereinigten Staaten mit der Quarantänerede von Chicago seine Kriegspolitik entschlossen zu betreiben begann, bis zum Zusammenbruch Frankreichs, der im Sommer 1940 die erste Phase dieser Kriegspolitik Roosevelts zum Abschluss brachte. Die Dokumentensammlung deckt die Machenschaften der US-Präsidenten auf, wie er das damals von fast 100% der amerikanischen Bevölkerung getragene Neutralitätsgesetz, sich nicht militärisch in ausländische Konflikte einzumischen, mit List, Lüge und Lavieren aushebelte. Gerade wegen seines Versprechens, Amerika aus jedem ausländischen Konflikt herauszuhalten, wurde Roosevelt für eine zweite Amtszeit gewählt. Das störte ihn wenig, denn er hatte bereits den Krieg gegen die Achsenmächte, also Italien, Deutschland und Japan, fest geplant. Die Dokumentensammlung beweist, dass Roosevelt schon 1934 den Krieg gegen Deutschland in seine Überlegungen einbezogen hatte. 1934. Der französische Botschafter in Washington, André Lefebvre de la Boulonne, berichtet am 26. Januar 1934 über die Einstellung Roosevelts zu Deutschlands Doku 1 unter anderem: Es schien mir nicht uninteressant, dass Herr Roosevelt gerade gegenüber der Gattin des französischen Botschafters seine Abneigung nicht nur gegen das Deutschland Hitlers, sondern gegen Deutschland allgemein zum Ausdruck brachte. Diese Grundlinie, die sich allerdings erst dann erfolgreich in der großen Politik zur Geltung bringen ließ, wenn es gelang, die starken isolationistischen Tendenzen im amerikanischen Volk auszuschalten oder zu übergehen, trat in den ersten Jahren der zweiten Präsidentschaft Roosevelts dort in die Erscheinung. Sie fand zum ersten Mal programmatischen Ausdruck in der Chicagoer Rede vom 5. Oktober 1937, in der Roosevelt in selbstgewählter, bewusst aufsehenerregender Schärfe gegen die Epidemie der Weltanarchie zum Kampf aufrief und mit Quarantäne drohte. Einige Wochen später verkündete er, dass die Vereinigten Staaten gegebenenfalls im Kampfe gegen die Aggressoren die Führung übernehmen müssten. Der polnische Botschafter in Washington, Graf Jerzy Potocki, berichtete, dass es notwendig gewesen sei, die Aufmerksamkeit des amerikanischen Volkes von den innenpolitischen Problemen, vor allem von Problemen des Kampfes zwischen Kapital und Arbeit und der Arbeitslosigkeit abzulenken, und dass Roosevelt nur durch die Schaffung einer Kriegspsychose das amerikanische Volk zur Annahme seines großen, über die Verteidigungsbedürfnisse der Vereinigten Staaten hinausgehenden Aufrüstungsprogramms habe bringen können. Der Weg sei dann ganz einfach gewesen. Man habe nur die Kriegsgefahr, die wegen des Kanzlers Hitler über der Welt hänge, richtig inszenieren und das Schreckgespenst eines Angriffs der totalitären Staaten auf die Vereinigten Staaten in die Welt setzen müssen. So einfach geht das.
Roosevelt lässt den französischen Geschäftsträger in Washington am 22. Oktober 1937 wissen, dass er die isolationistische Einstellung des amerikanischen Volkes mit allen Mitteln bekämpfen werde. Für den Präsidenten erhob sich das Problem der Erziehung der öffentlichen Meinung, wie er seinen Kampf gegen das Neutralitätsgesetz gerne nannte. In seinen zahlreichen Reden gefällt sich Roosevelt vor allem darin, die demokratischen Völker mit den Friedliebenden gleichzusetzen und den Hass gegen Faschismus und alle Diktatoren zu predigen. Roosevelt setzte eine gigantische Aufrüstung durch, die in erster Linie den hochpolitischen Zweck, ein Druckmittel beim Durchsetzen politischer Forderungen Amerikas in der internationalen Arena zu schaffen, verfolgte. Man wollte sich mit Hilfe der Flotte, deren Größe jetzt nicht mehr durch die Verteidigungsbedürfnisse der Vereinigten Staaten oder durch das Verhältnis zur japanischen oder englischen Marine bestimmt werde, ein absolutes Übergewicht sichern und sich ihrer als eines aktiven politischen Arguments bedienen. Dem Präsidenten stehen einflussreiche Helfer bei der Erziehung des amerikanischen Volkes zur Verfügung. Die Juden, berichtet der polnische Botschafter Graf Potocki. Die Juden, so fährt Potocki in seinem Bericht vom 9. Februar 1938, also ebenfalls noch vor dem Anschluss Österreichs, fort, seien die Vorkämpfer für die Schaffung der Kriegsstimmung, welche die ganze Welt in den Krieg stürzen und eine allgemeine Katastrophe herbeiführen soll. Dieser Hass führt zur Raserei. Er wird überall und auf jedem Schritt propagiert. Im Theater, im Kino, in der Presse und so weiter. Die Deutschen werden dargestellt als Volk, das unter dem Hochmut Hitlers lebt, der die ganze Welt erobern und die ganze Menschheit in einem Meer von Blut ertränken will. Botschafter Graf Potocki fügt in seinem Bericht an den polnischen Außenminister noch an, dass für diese jüdische Internationale, die vor allem die Interessen ihrer Rasse im Auge hat, das Herausstellen des Präsidenten der Vereinigten Staaten auf diesen idealsten Posten eines Verteidigers der Menschenrechte ein genialer Schachzug war. Sie haben auf diese Weise einen sehr gefährlichen Herd für Hass und Feindseligkeit auf dieser Halbkugel geschaffen und haben die Welt in zwei feindliche Lager geteilt. In einem Gespräch mit französischem Botschafter de Saint-Quentin gibt Roosevelt durch eine nicht misszuverstehende Boxergeste seinen Wunsch nach einer Gewaltpolitik gegen die Achsenmächte zu erkennen. Roosevelt geht so weit zu versichern, dass der Untergang Frankreichs auch den Untergang Amerikas bedeuten würde. Lässt er gegenüber dem französischen Botschafter keinen Zweifel darüber, dass der neue Kurs der französischen Regierung in jedem Fall die Unterstützung der Vereinigten Staaten finden werde. Der französische Botschafter schließt seinen Bericht über diese Unterredung mit der Feststellung: Diese Worte gestatten keinen Zweifel über die Gesinnung des Präsidenten und über die Richtung, in der er die amerikanische öffentliche Meinung bearbeiten würde, wenn Frankreich an der Seite Englands mit den faschistischen Mächten in Konflikt geraten würde. Selbstverständlich ließen sich diese Handlungen des Präsidenten und die Folgerungen, die sich im Kriegsfall daraus ergaben, mit dem amerikanischen Neutralitätsgesetz in keiner Weise in Einklang bringen. Das Embargo auf Kriegsmaterial hätte dem Präsidenten trotz seiner vorbehaltlosen Solidaritätserklärung nicht einmal die Lieferung von Flugzeugen und Waffen erlaubt. Roosevelt selbst hat das Gesetz, das 1935 geschaffen und in den folgenden Jahren abgewandelt und erneuert worden war, um die Vereinigten Staaten für den Fall eines Konfliktes wirklich neutral zu halten, niemals ernst genommen. Am 18. März 1938 erklärt der Außenminister Cordell Hull in einer Rede, dass das Neutralitätsgesetz den Verhältnissen angepasst werden müsse. Das bedeutete, dass die Vereinigten Staaten sich ihre Handlungsfreiheit für den Fall vorbehielten, dass ein Krieg den Staaten drohe, die gleiche allgemeine Anschauung wie die Amerikaner hätten. Nirgends herrschte dann größere Enttäuschung über das Abkommen von München, den fatalen Frieden von München, wie der jüdische Finanzmogul Bernard Baruch sich auszudrücken beliebte, als im Weißen Haus. Nach Roosevelts erbitterten Äußerungen zu München nichts anderes als eine Kapitulation Frankreichs und Englands vor dem kampflustigen deutschen Militarismus. In Washington wurde die Version ausgegeben, Hitler habe
Chamberlain die Pistole auf die Brust gesetzt. Und Frankreich und England hätten daher nichts anderes tun können, als einen schändlichen Frieden schließen.